ist eure Schatze. Ja, richtig gehört. Die quirlige Teenagerin aus Fakio Goethe ist endlich wieder da. Verwackelt. Bei der ersten Leseprobe musste ich auch durchgängig lachen, als ich Jella wieder in Chantal gehört habe. Und Jella spielt es halt einfach so, dass man sie einfach nur lieben kann. Ich liebe sie auch. Denn sie macht mir einfach so großen Spaß. Alle Fans der Reihe werden dabei jedenfalls garantiert wieder voll auf ihre Kosten kommen. Und das aus gutem Grund. Das ist einfach eine tolle Marke, die da geschaffen wurde. Und ich finde es sehr lustig, dass das jetzt so in der Märchenwelt weitergelebt wird. Chantal im Märchenland. Jetzt im Kino.